Ich habe sein Gedächtnis. Zeitlose Prophetin, die Mächte seines Schattens werden immer stärker. Und wir Brunnen G haben nicht die Waffen, um sie zu bekämpfen. Ich habe die Kraft, eine Frage zu beantworten. Nenn mir deine Frage. Werden die Mächte seines Schattens uns vernichten? Die Zeit hat, wie du weißt, einen Anfang und immer auch ein Ende. Und danach beginnt die Zeit aufs Neue, sodass unser aller Leben sich wiederholt und so ist wie unser voriges. Ich habe die Fähigkeit, in die alten Zyklen der Zeit zu blicken, nicht sehr klar bedenke dies, aber ich sehe in der Vergangenheit die Zukunft. Die Brunnen G, die großen Sieger im Krieg gegen die Insektenzivilisation, werden durch die Macht seines Schattens vernichtet. Aber sein Schatten wird eines Tages den Cluster verlassen und dann werden er und alle Vorschatten von Brunnen G zerstört. So ist es gewesen und so wird es wieder sein. Wie viele simulierte Welten wie diese gibt es? Tausende. Aber eure ist die einzige, die jemals eine Simulation innerhalb der Simulation erschaffen hat. Etwas, womit wir niemals rechnen konnten. Also deswegen musstest du Fuller töten? Nein, ich wurde erst nach seinem Tod reingeschickt. Sie wollten, dass ich die Identität seiner Tochter annehme, die Firma erbe und sie dann dicht mache, aber er hatte uns ausgetrickst. Er änderte sein Testament. Wenn du Fuller nicht getötet hast, wer dann? Ich habe ihn ermordet. Aber das warst nicht du. Es war dein User. Er hat sich in dich downgeloadet, dich manipuliert. Wie eine Puppe. Eine Puppe hat keine Seele. Ich kann keine Seele haben, genauso wenig wie Fuller. Aber die hast du. Fuller auch. Das war's, was ich nie erwartet hatte. Wir hatten diese Welt so programmiert, dass niemand darin jemals die Wahrheit erfahren konnte. Und du und Fuller, ihr habt es erfahren. Verstehst du denn nicht, was das bedeutet? Ja. Nur gibt's in deiner These einen kleinen Schönheitsfehler. Nichts von all dem hier ist real. Wenn jemand den Stecker rauszieht, dann verschwinde ich. Und nichts, was ich jemals sage, nichts, was ich jemals tue, wird von Bedeutung sein. Warum suchst du nicht meinen User? Ich bin sicher, er ist eine weit bessere Partie. Ich habe dir von meinem anderen Leben erzählt. Ich habe damit meinen Ehemann gemeint. Er ist ein User. Er hat Fuller getötet. Ich bin seine Programmeinheit. Ein Spiegelbild seines Charakterprofils. Ich hatte mich in einen anständigen Mann verliebt. Aber er... Irgendetwas ist mit ihm passiert. Er fing an, die Simulation als seinen eigenen persönlichen Spielplatz zu benutzen. Wie Fuller mit den jungen Frauen. Er machte sich zu einem Gott. Und es hat ihn korrumpiert. Er fing an, das Töten zu genießen. Er wurde süchtig. Wie meinst du das? Er sagte, er würde mich töten. Wieso? Ich hatte mich in dich verliebt. Du kennst mich doch nicht mal. Doch, das tue ich. Von dem Moment an, als die Simulation erschaffen wurde, habe ich dich beobachtet. Dein Sanftmut. Deine Integrität. Ich verliebte mich in dich noch, bevor wir uns das erste Mal begegnet sind. Wie kannst du mich lieben? Ich bin nicht mal real. Man kann sich nicht in einen Traum verlieben. Dein
Nächster Schritt ist ausgesprochen wichtig. Du willst dein Leben doch nicht im Gefängnis verbringen. Das wäre sehr, sehr schlecht. Sieh mich an. Ich werde dir helfen, weil ich mich persönlich ein wenig verantwortlich fühle für deine Situation. Wieso fühlen Sie sich verantwortlich? Sagen wir, es ist irgendwie meine Schuld, dass diese Welt existiert. Mach dir keine Sorgen. Alles wird wieder gut. Ich bring das in Ordnung. Aber erst musst du etwas für mich tun. Ich habe einen Freund, meinen Ex. Er ist ein richtiges Arschloch. Er ist auf der Toilette. Okay. Er hat etwas, das mir gehört. Hörst du mir überhaupt zu? Ja. Es ging um Ihren Freund. Ex. Er hat meine Halskette mit Amulett, die ich zurück will. Wieso können Sie Ihre Kräfte nicht bei Ihrem Freund anwenden? Weil er real ist, so wie du und ich. Sie sagen immer real. Was genau meinen Sie mit real? Siehst du all die Menschen da draußen? Die sind nicht real. Der Barkeeper? Nicht real. Nichts, nichts, nichts von alledem ist real. Es gibt nicht viele von uns. Ich denke, Sie brauchen Hilfe. Nein, du brauchst Hilfe. Hol mir meine Halskette und ich löse dein Problem für dich, Greg. Woher kennen Sie meinen Namen? Ich habe in deinen Kopf geblickt. Das war nur ein Witz. Ich habe gehört, wie ihn der Barkeeper eben gesagt hat. Jetzt komm schon, Greg. Nein, du kommst jetzt sofort mit mir. Setz dich, Will. Das ist nur eine Erinnerung. Ich bin ein Teil davon. Setz dich. Wieso sind wir wieder hier auf der Fähre, verdammt? Was ist hier los? Du konntest mich nie daran hindern, mich umzubringen bis zu diesem Leben. Dieses Leben? Was meinst du mit dieses Leben? Du fängst immer wieder auf der Fähre an. Realität und Fantasie schließen sich gegenseitig aus. Sie existieren nicht im selben Raum. Aber es sieht so aus, als wären wir hier. Weißt du, ich hab's mir anders überlegt. Ich weiß nicht, was ich gedacht habe. Beim ersten Mal bist du gar nicht von der Fähre gegangen. Und am nächsten Tag hast du gelesen, dass eine Frau namens Isla sich ertränkt hat. Und du hast weiter dein Leben geführt. Doch der Gedanke, dass du etwas hättest tun können, hat dich nie mehr losgelassen. Er war immer da. Niemand hat eine unmittelbare Erinnerung. Aber manchmal können gewisse Erinnerungen hervorstechen. Sie kommen mir so bekannt vor. Heute ist Ihr Glückstag. Normalerweise schleppe ich nicht sowas mit mir rum. Dort habe ich gesehen, was auch immer. Das ist der Strand. Woher wusstest du, dass du hier wohnen würdest? Wir sind ein Haufen Leute, die ständig dieselben Fehler machen. Wieder und wieder. Und ich weiß nicht, wieso wir glauben, dass es woanders anders wäre. Was muss ich ändern? Du hast es schon geändert. Du bist immer wieder gekommen, bis du mich gerettet hast. Ich hab dich nicht gerettet. Du bist gestorben. Es gibt mehr als eine Art, jemanden zu retten, Will. Cooper, wir sind hier soweit. Wir müssen ihn zurückholen. Wieso höre ich meinen Dad, wenn... Er ist doch ganz woanders. Zwei separate Teile am selben Ort. Okay, der Defibrillatoren geladen. Nein, 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 nein. Ich bin noch nicht zurückkehrbereit. Ich brauche mehr Zeit mit dir. Tobi, bitte warte noch nicht! Die Vitalwerte machen mir Sorgen. Wenn wir ihn jetzt zurückholen, könnten wir ihn verlieren. Isla, bitte, ich kann dich noch nicht verlassen. Was passiert mit mir? Du wirst sterben, Will. Dein Herz schlägt nicht mehr, Thomas. Die Organe arbeiten nicht mehr. Sie versuchen, dich wieder zurückzuholen. Ist okay, denn wenn ich sterbe, komme ich direkt hierher, wieder zu dir, oder? Nein, dieses Mal nicht. Du brauchst nicht mehr zurückzukommen. Du hast mir schon dorthin geholfen, wo ich sein muss. Du reist jetzt an einen anderen Ort. Wenn ich dort ankomme, erinnere ich mich noch an dich. Ich hoffe es. Dachten Sie wirklich, dass Sie bis zum Vorsitzenden kommen und dass Sie Ihr Schicksal dann ändern könnten oder selbst bestimmen? So funktioniert es nicht. Und den Grund dafür habe ich Ihnen genannt. Ich habe eine Nachricht für Sie.
Ich verstehe. Sogar Thompson hat einen Boss. Harry? Sie sind der Vorsitzende? Nein. Sie sind ihm aber schon begegnet. Oder ihr. Ich meine, jeder ist das schon. Der Vorsitzende kommt zu jedem auf völlig unterschiedliche Art und Weise. Darum erkennen es die wenigsten, wenn es passiert. Ist das so eine Art Test? Gewissermaßen. Das alles ist ein Test. Für jeden von uns. Auch für die Mitarbeiter vom Planbüro. David, Sie haben alles für Alice riskiert. Und Alice, Sie haben dasselbe getan, als Sie durch die Tür an der Freiheitsstatue gegangen sind. Das hat mich inspiriert. Und den Vorsitzenden offenbar ebenso. Hat das da was mit uns zu tun? Ja. Und was steht da drin? Da steht, dass die Sie beide betreffenden Umstände eine ernsthafte Abweichung vom Plan sind. Daher hat der Vorsitzende ihn neu geschrieben. Okay. Und was jetzt? Jetzt könnt ihr die Treppe nehmen. Die meisten Menschen gehen den Weg, den wir für sie vorsehen, zu ängstlich, einen anderen zu erkunden. Aber von Zeit zu Zeit gibt es Menschen wie Sie, die alle Hürden überwinden, die wir ihnen in den Weg stellen. Menschen, die erkennen, dass freier Wille eine Gabe ist, die man erst nutzen kann, wenn man auch dafür kämpft. Ich glaube, das ist der wahre Plan des Vorsitzenden, dass eines Tages nicht mehr wir den Plan schreiben, sondern ihr.